Hallo zusammen, mein Name ist Udo Brandt und heute geht es mal um das Thema TÜV in Ungarn. In Deutschland haben wir das Glück und haben auf unserem hinteren Kennzeichen ja den TÜV-Stempel, wo wir ablesen können, wann der nächste TÜV-Termin ist. So einen Stempel auf dem Nummernschild gibt es in Ungarn nicht. Der offizielle TÜV-Termin oder wie lange ihr noch TÜV habt, ist nur im Fahrzeugschein eingetragen. Damit ihr diesen Termin nicht verpasst, ab und zu mal ruhig in den Fahrzeugschein reinschauen oder am besten ist sogar noch vielleicht einen kleinen Aufkleber ins Auto machen, wo ihr euren nächsten TÜV-Termin notiert habt. Sollte das Fahrzeug längere Zeit mal irgendwie stehen, macht es also nichts aus, wenn der TÜV-Termin abgelaufen ist. Nur dann müsst ihr das Fahrzeug auf einen Anhänger, also nicht im öffentlichen Straßenverkehr, das Fahrzeug führen und damit zu einem TÜV-Termin fahren. Und sollte der TÜV abgelaufen sein und ihr kommt in eine Verkehrskontrolle und dies wird festgestellt, könnte das eventuell leichte Unannehmlichkeiten für euch zur Folge haben, indem ihr euer Auto stillgelegt bekommt. In Ungarn ist es nicht zulässig, dass der eingetragene TÜV-Termin überschritten wird. So, das soll es als kurze Info gewesen sein und ich wünsche euch weiterhin ein schönes Leben in Ungarn. Bis zum nächsten Video.